Mike und du, wie habt ihr zueinander gefunden? Wenn man sich das heute anschaut, habt ihr eigentlich viele, viele Jahre für die konkurrierenden Ligen kommentiert. Irgendwann wart ihr dann beide zufällig frei und jetzt seid ihr, wie Mike mir gesagt hat, sehr, sehr gute Freunde geworden und Arbeitskollegen. Hättest du das gedacht? Beides ist richtig. Ja, durchaus. Also ich bin ja sowieso eher ein umgänglicher Typ und ich habe ja noch nie in diesen Kategorien, das sind die Bösen oder die anderen, mit denen spreche ich nicht, gedacht, sondern das sind alles Kollegen, die alle versuchen, ihr Geld zu verdienen. Und ich kenne ja Mike ewig lang schon vom Sehen und mal Hallo sagen, weil wir witzigerweise ja meistens in denselben Studios vertont haben, auch wenn es für andere Arbeitgeber war, aber das wurde ja meistens in denselben Hallen abgehalten. Von daher kannten wir uns schon sehr, sehr lange eben so vom Sehen und ich habe schon immer das geschätzt, was er gemacht hat. Er kam mit mir immer gut aus und ja, von daher war es eigentlich nur die logische Folge, dass wir dann bei Lucha zusammengefunden haben, weil so viele gibt es ja nicht, die das machen können. Kontakt lief damals witzigerweise über irgendeinen, der wieder Holger kannte, Holger Böschen, und bei dem angefragt hat, den kannte er, glaube ich, noch aus alten Zeiten von, was war das, MTV, glaube ich sogar, da hat Holger ja mal vertont, also das ist wirklich ewig her, und der hat sich dann erinnert, ja, Holger Böschen, Wrestling, und da hatten die eine Anfrage, und dann sagt Holger, nee, also bei WWE, er kann oder darf das gar nicht machen, aber er hätte da jemanden, er soll doch mal bei mir anrufen. Dann rief er bei mir an und ja, kann ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht, aber schauen wir mal. Und ob ich denn, und der Holger hätte gesagt, vielleicht noch den Mike Ritter. Sag ich, ja, gerne, kein Thema. Dann habe ich gleich Mike angerufen und das ging dann relativ schnell und so haben wir zusammengefunden. Und Mike hat es ja, glaube ich, auch schon erzählt und das ist wirklich eine wahre Geschichte. Wir haben ja nichts geprobt oder sonst was, sondern uns bei der ersten Vertonung ins Studio gesetzt. Der Tonmann drückte auf den Knopf und glaube ich in einer Dreiviertelstunde hat er wieder drauf gedrückt, dann war die Sendung im Kasten, ohne Cut, ohne alles. Wow. Weil wir uns so gut verstanden haben und jeder wusste, natürlich, das war alles schon fertig. Also es ist jetzt nicht so, wir haben das beide schon gesehen gehabt. Okay. Wir wollen jetzt hier nicht Fishing for Compliments. Trotzdem war es extrem erstaunlich, dass wir so einen Flow reingekriegt haben und es da nicht ansetzen mussten. Draußen saßen die ganzen Offiziellen natürlich von TNT und die waren auch völlig perplex, weil das kannten die natürlich nicht. Haben die live zugehört? Ja, ja. Oh, okay. Und von daher, das war, läuft nicht immer so, um Gottes Willen. Will ja. Und heute natürlich ist das meiste, da haben wir überhaupt nichts gesehen davon. Das kommentieren wir live und so ist es auch. Und wir wollen eh nicht anschneiden, von daher ist es schon gut, dass wir wissen, wir können es. Das merkt man auch, wenn wir bei den Pay-Per-Views 4 Stunden machen, da Fehler sind da nicht viele drin. Ja. Und dann Lucha Underground. Das war ja, im Endeffekt hat ja Lucha Underground auch dazu beigetragen, dass er AEW gemacht hat, oder? Oder macht? Kann man so sagen, ja. Wir waren ja dann nochmal, also die erste Staffel, da wusste man nicht, wie es weitergehen, lief aber ziemlich gut oder sehr gut. TNT stand dahinter, weil wir auch gemerkt haben, was sich da vor allem Social Media mäßig abspielt, dass da halt unglaublich über die reine Quote hinaus vieles tut. Mhm. Und wir haben das ja auch immer von Anfang an sehr, sehr gut betreut. Dann haben sie Staffel 2 und 3 gekauft und noch gemacht. Und dann gab es ja noch diese vierte Staffel, die dann noch gemacht wurde. Und da sind wir dann sogar, also Mike und ich, rübergeflogen nach L.A. und am letzten Wochenende des Tapings waren wir dann noch dabei. War natürlich auch ein sensationeller Erlebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass danach leider nichts mehr kam. War ja auf 7 Staffeln ausgelegt, ursprünglich mal. Okay. Kam dann leider nicht mehr dazu. Ist das Geld ausgegangen? Weiß man warum? Ja. Das ist eine reine Finde. Die haben ja nach Sponsoren gesucht und die liefen ja auf diesem winzigen spanischen Sender, der im Prinzip nur von Tarantino selber finanziert wurde. Irgendwann ging dem halt oder auch die Lust aus. Es war ja auch unglaublich hochwertig gemacht und gefilmt und geschnitten. Und das war halt dann letztlich zu teuer, diesen Tempel. Tempel haben sie ja selbst umgebaut. So eine alte Kühlhalle war das, wo früher Kühlwaren gelagert wurden.
das kostet alles irrsinnig viel Geld und Ja. das kam halt nicht mehr rein und von daher war. Aber wir waren bei den letzten Aufzeichnungen, die letzten 6 Sendungen, glaube ich, haben sie da aufgezeichnet und waren damit natürlich auch bei der letzten Party, Saisonabschlussparty haben sie sowieso gemacht und haben da ihnen noch tatsächlich das Bier weggetrunken. Irgendwann gab es kein Bier mehr. Dann sind wir auch gegangen. Aber das war, um die Frage zu beantworten, das war im Prinzip der Türöffner, dass halt die Verantwortlichen bei TNT ein sehr offenes Ohr hatten für Wrestling generell. Und dann kam eben AEW, die ja mit TNT in Amerika den Deal gemacht haben. Wir waren ja schon vorher natürlich informiert, haben wir versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen und da irgendwie ranzukommen, weil wir schon gemerkt haben, da tut sich was, ist aber wahnsinnig schwierig. Und dann hat sich das eben so günstig gefunden, weil die Sender gehören zwar jetzt nicht direkt zusammen, aber sind natürlich eine Familie. Und dann war das relativ einfach, dass TNT hat gesagt, nee, ihr habt das, wir wollen das auch. Und dann haben die das bekommen und dass wir das auch machen, das stand von Anfang an, Gott sei Dank, muss ich mich auch bei den Fans bedanken, die uns da ja auch durchaus entsprechend behandeln, stand das nie in Frage. Okay, klingt ja super. Jetzt habe ich eine eher unangenehme Frage. Mike hat mir gesagt, er hat eigentlich gedacht, das war's für ihn mit Wrestling, bevor Lucha Underground kam. Wie hat es für dich ausgesehen nach dem WWE aus? Hast du auch gedacht, das war's für dich mit Wrestling als Kommentator? Ja, zu der Zeit gab es eh nichts anderes. Ich Ja. habe dann, ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen reduzieren, das ging halt nicht. Dann habe ich noch 2, 3 Anläufe unternommen, hat sich aber alles zerschlagen. Dann kam noch mal eine Anfrage von WWE-Seite, als wer hat aufgehört? Bernhard Wulff. Ja, Bernhard hat aufgehört, genau. Und aber da war es dann im Prinzip schon durch. Ich habe gesagt, nee, die haben mich so schief behandelt und Das habe ich schon öfter gehört, übrigens, die letzten Jahre. Auch Carsten am Ende wurde da auch nicht mit Samthandschuhen entfernt, wenn ich das mal so formulieren darf. du, das siehst du doch jetzt, wenn du schaust, was da Entlassungswellen, das ist ein reines, da geht es nur ums Geschäft Ja. und alles andere, Menschen spielen da 0,0 Rolle. Ja. Muss man ganz klipp und klar so sagen. Das ist halt ein Riesenunterschied, positiver Art und Weise. Jetzt auch bei AEW, da ist es schon deutlich anders. Die wollen auch Geld verdienen, klar, aber da steht schon der Mensch, egal ob's der Aktive im Ring ist, die Garderobiere oder eben der Kommentator, da sind das schon Menschen, die man auch entsprechend behandelt. Warst du schon drüben? Warst du schon live dabei? Hast du vielleicht den einen oder anderen schon getroffen? Ja, Oder wieder getroffen? wir hatten ja noch Glück. Wir waren quasi noch am Beginn der Pandemie, am 29. Februar 2020, waren wir noch in Chicago bei, was war es, All Out, glaube ich, oder? Oder war es Double or Nothing? Oder, nee, Revolution war es die. Ich kann es dir nicht sagen aus dem Ja, FF. doch, 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 nee, Revolution war es natürlich. Sensationelle Großveranstaltung, Pay-per-View, wie immer ihr das nennen wollt, Zahl für Cook, wie Mike immer so schön Ja. sagt. Und da waren wir noch in Chicago live und da haben wir noch unsere Verabschiedung, die großen Pläne. Ja, wir sehen uns im Mai in Las Vegas wieder. War wirklich geplant, dass wir eben da alle Pay-per-Views auch vor Ort kommentieren, mit im Idealfall Vegas zum Beispiel, dann Dynamite auch gleich in derselben Woche in Vegas, dass wir das auch von drüben machen. Kam alles dann ein bisschen anders. Aber wir hoffen, dass es vielleicht irgendwann doch wieder möglich ist. Ich freue mich auch, dass Olli mit an Bord ist. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ich hoffe, dir geht's gut, Olli. Und das Schlusswort möchte ich dir überlassen, weil ich feiere das unheimlich, wenn ich es auf YouTube anschaue und du verabschiedest die Fans. Würdest du das an dieser Stelle auch tun? Selbstverständlich in diesem Fall, auch wenn es ein Wiederhören ist, aber ihr wisst, was ich meine. Bis zum nächsten Mal. AEW, auf ein Wiedersehen.